Heute ist es mal wieder soweit, dass wir uns einen kleinen, schnellen Scheißer bei World of Warships anschauen. Und da kann es doch nichts Schöneres geben als die Kamikaze-R, gespielt von Hannover 1896. Und das einfach ausschaut, wenn ihr mal ins Freibad geht, dann kennt ihr doch bestimmt genau diese Form von irgendeiner Wand, die irgendein cooler Künstler meinte, dass das hip und trendy ist. Und genauso schaut die Kamikaze-R einfach aus. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir los. Wir springen natürlich ein bisschen in der Zeit, weil ihr wisst, am Anfang passiert einfach nicht so viel. Was ich schon mal gut finde, er geht direkt für den Punkt B, weil gerade der ist hier wichtig, dass man sich den holt, dass man da dementsprechend den Cap direkt einnehmen kann. Und jetzt können wir mal in die Live-Action gehen und sehen, was hat er so vor? Was hat er geplant? Da die Svetlana, glaube ich, ist so das Ziel. Ist auch sehr nah an ihm dran. Torpedos sind jetzt raus. 5,6 Kilometer. Und jetzt setzt sie sich weiter nach vorne. Miyugi 6,3. Alles sehr nah. Und links von ihm kommen auch Zerstörer. Also da muss er jetzt fast schon weiterfahren. Aber seine Torpedos auf die Svetlana bringen es da nicht mehr. Isokase jetzt links neben ihm. Die ihn natürlich auch aufdeckt. Aber er macht da jetzt den Rauch an. Will er jetzt verschwinden? Man könnte hier jetzt auch mal wieder die guten alten Kanonen auspacken. Weil wenn man eh schon so dauerhaft offen ist, dann warum nicht? Nebelwand gelegt. Man könnte eigentlich deutlich mehr noch mit den Torpedos auch wiederum gerade arbeiten. Aber er will sich gerade wirklich lediglich auf die Torpedos verlassen. Und jetzt konnte er da einen Treffer landen und danach hat er ihn dann mit den Kanonen zerstören können. Aber wie gesagt, der war so lange offen, das ist das. Meines Erachtens kann man da schon viel früher auch mal die normalen Schüsse und normalen Kugeln auspacken und muss nicht nur so auf die Torpedos warten. Aber das ist meine persönliche und eigene Meinung. Kolberg fährt da weg von ihm. Der Flugzeugträger, der wird jetzt da hinter der Insel, auf die er genau zuhält, sein. Man hat nämlich die Flugzeuge landen sehen. Also das wird jetzt wohl sein nächstes Ziel werden. Boost hat er an, also schneller als jetzt geht's einfach nicht. Man sieht jetzt auch übrigens, wie wichtig der B-Punkt war, dass er den geholt hat. Sonst hätte da sein Team nämlich keinerlei Möglichkeit, hier bisher den Punkt zu erobern. Und da ist jetzt auch der Flugzeugträger, wie ich es gesagt habe. Und die Aale sind jetzt alle unterwegs. Die Langley bewegt sich ja nicht mal. Da hat er sogar alle Zeit der Welt, sich das Schauspiel live anzusehen. Und ja, der vernichtende Schlag, der ist natürlich fast schon geschenkt. So, 20 Sekunden, dann hat er schon wieder die Torpedos ready. Das ist das Schöne an der Kamikaze. Und wenn er jetzt sozusagen seinen Angriff so fährt, dann hat er schon wieder die Torpedos ready für die Kongo. Kongo versemmelt die ersten Treffer oder die ersten Granaten sogar direkt. Das heißt, jetzt kommt er in die beste Schussposition, die man so haben kann. Die Kongo wird nicht nachgeladen haben, bis er jetzt zumindest mal hier die Aale auf die Reise schickt. Und da ist die Kongo auch schon. So, ja, da trifft jeder Torpedo jetzt. 6 Torpedotreffer. Und da
hat auch so eine volle Kongo, keine Chance, ist absolut chancenlos da in dem Augenblick. Kolberg ist natürlich jetzt ziemlich nah dran, sehr unangenehm. Er hat jetzt auch keinen Rauch gerade ready. Und hat schon sein Großkaliber am Start. Offen ist er dauerhaft jetzt gerade durch die Flugzeuge da noch. Also verstecken ist da mal gerade nicht. Und da schießt jetzt die Kolberg. Jetzt weiß ich aber nicht, warum er nicht auf die Kolberg gegangen ist. Also das ist jetzt der erste Move, den ich nicht verstehe. Warum er jetzt hier die St. Louis da angeht. Und die Kolberg da so ziehen lässt, die so nah an ihm dran ist. Wahrscheinlich bei seinem Glück trifft er auch noch die St. Louis und macht sie weg. Aber eben vom Move hätte ich das anders gewählt. Die Torpedos kommen wirklich nicht schlecht. Ne, aber... hat nur noch 1000 Hitpoints. Und... Wahnsinn. Der trifft aber auch, wie er will. Kolberg weg. Vier Kills. 11 Torpedotreffer schon. Und jetzt wartet er da die St. Louis ab. Im Rückwärtsgang. Immer noch gefühlt schneller als manches andere Schiff im Vorwärtsgang. So. Torpedos hat er alle wieder am Start. So, St. Louis, da bist du also. Wie gesagt, hier nicht wundern, dass man hier den Weg der St. Louis nicht sieht. Das ist einfach in den Replays leider aktuell immer so ein kleines Problem. Und die Torpedos, auch die kommen wieder super an. Also, die Krake, die er jetzt freigelassen hat, die ist mehr als verdient. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt ist er offen. Das ist natürlich eher unschön gerade gewesen. Jetzt hat die Omaha da den Blick auf ihn gehabt. Aber die Omaha fährt jetzt auch nicht zwingend auf ihn drauf. Man sieht ja, dass den Fahrtweg, und der ist eher so Richtung C gehend. Bisschen schräg, aber jetzt nicht direkt unbedingt hier auf der Suche nach ihm. Und schießen tut die Omaha auch auf jemand anders. Man sollte so knapp um die 7 Kilometer bleiben. Danach geht man nämlich auf. Jetzt sehen wir auch wieder die Wegberechnung. Alle Torpedos auf die gleiche Stelle. Zwei müssten treffen. Dann wäre das erledigt. Und die Omaha bleibt gefühlt dem Weg auch treu. Also fährt jetzt weder Steuer noch Backbord. Geschwindigkeit sieht unverändert aus, also die Torpedos auch hier können es wieder mal wirklich so sein, dass auch die treffen. Und in der Tat, die kommen gut, die kommen sehr gut, die funktionieren. Ja, das war's für die Omaha. Drei Torpedotreffer auch hier wieder und weg damit. Wahnsinn. Also, da muss man einfach sagen, Chapeau, Hut ab. Läuft einfach bei ihm. So, jetzt einzig und allein da hinten noch, was ist das? Die Miyugi. Wir spulen ein bisschen vor, aber ich glaube, er bekommt da nichts mehr davon ab. Nee, die wird er nicht mehr abbekommen. Leider, leider, schade, schade. Aber die Runde war für ihn schon so sensationell, von dem her
gönnen wir ihm hier die 140.000 Damage, die er gemacht hat, oder 144, um ganz genau zu sein, bei 16 Torpedotreffern. Also sehr beachtlich, Kamikaze Air, das Funschiff unter den Spaßbädern. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.